Die besten NBA-Prognosen von XBET-Tipps. Kostenlos und dauerhaft Mitglied in unserer Facebook-Gruppe NBA-Prognosen mit der Anmeldung bei VBET. Ja, herzlich willkommen. Wir machen nicht direkt Prognosen oder sie halten sich zumindest in Grenzen, aber welcome back from the United States, Christian Custodian. Ja, und wunderschön, dass ich wieder bei dir sein darf, Radek, in unserem schönen Büro. Wenn es virtuell ist. Ja, immerhin. Wir haben uns ja gedacht, die Saison beginnt bald, also lass uns auch ein bisschen über die NBA reden und insbesondere jetzt in diesem Video soll es um die Los Angeles Lakers gehen. Und warum? Weil du hast ein Spiel gesehen, das Spiel gegen Denver, habe ich mir sagen lassen, in San Diego. Oder wie es die Einheimischen dort nennen, San Diego. Das heißt so viel wie die Vagina eines Wales, wurde von den Schweden im 18. Jahrhundert gegründet. Ja, genau. Also das ist eigentlich nicht der Grund, warum wir über die Lakers reden wollten, sondern eher, weil dort jetzt LeBron James spielt. Und jetzt kommt er an den Ball. Ein Dreierversuch und der ist sogar drin. Wahnsinn. Und das waren seine ersten Punkte im Dress der Lakers. Und man merkt schon, diese Franchise ist wieder relevant, nachdem sie in den letzten Jahren eher von ihrem Ruf gelebt hat und um die Eskapaden von LaVar Ball, den Vater von Lonzo Ball, den Rookie des letzten Jahres für die Lakers, geht es jetzt mit LeBron James darum, wieder zu alten Zeiten, zu den alten Erfolgen anzuknüpfen. Und die Euphorie ist wirklich groß, wenn man an der Westküste ist. Auf ESPN geht es eigentlich nur noch um LeBron James. Wie weit kann er die Franchise tragen? Wie weit werden die Lakers kommen? Viele, viele Leute mit Jerseys von LeBron laufen schon rum. Das ist wirklich grandios und diese Euphorie hat mich auch so ein bisschen anstecken lassen, weil eigentlich mag ich die Franchise nicht, aber dann, wenn du diesen lila Pulli siehst, man sieht es in diesem Video nicht wirklich, dann gönnt man sich einfach mal das Teil und schaut, wie die Saison funktioniert und über diese Möglichkeiten wollen wir zwei jetzt reden. Ja, also wir sehen im Hintergrund schon das neue Team um LeBron. Also ist das jetzt eine schlagkräftige Truppe. LeBron, wie du mich korrigiert hast. Ich sage immer LeBron, der alte Franzacke. Aber ja, kann das Team was reißen. Also die letzte Saison war ja nichts. Die Jahre davor, seit Kobe aufgehört hat, waren auch nicht besonders. Ja, genau. Und das ist jetzt die große Frage. Und ich hätte vor der Saison ja niemals erwartet, dass LeBron wirklich zu Los Angeles geht, einfach weil er sich da nicht in gemachtes Netz setzt. Im Osten, da kann er die Finals eigentlich schon immer buchen. Und jetzt bei den Lakers war mein erster Ansatz eigentlich, schaffen die überhaupt die Playoffs? Mhm. Und das habe ich vor ein, zwei Monaten noch gezweifelt. Aber die Euphorie ist ja wirklich so hoch, dass man sich davon leicht mittragen lassen kann. Und auch aus persönlichen Gründen ist er bestimmt nach Los Angeles gewechselt, für die Familie. Er hat jetzt auch schon unterschrieben für Space Jam 2, Teil 1 mit Michael Jordan. Teil 2 wird mit LeBron James 2019, glaube ich, gedreht. Ich weiß nicht, ob er dann auch in die Kinos kommt. Mhm. Aber von daher, um seine eigene Marke zu stärken, ist der King in Hollywood angekommen. Das ist natürlich ein Ritterschlag quasi, weil ja. Space Jam war ja quasi der Film für Basketball-Kids. Also das war ja genau unser Alter. Wir waren da 12 oder 13 oder so, als der rauskam, glaube ich, 96. Und sag doch nicht, wie alt wir sind. Ja, klar. So alt wie LeBron halt selber. Hm? Ja. Und ja, jetzt hätten wir ja auch vielleicht James Harden nehmen können. Der hat ja ein ikonisches Aussehen. Ja, sonst aktuell, wer käme denn noch annähernd an die Leistungen von LeBron ran? Da gibt es halt auch sonst keinen, oder? Keiner auf jeden Fall, der so beliebt ist. Also von den Leistungen her gibt es bestimmt zwei, drei Leute. Ich nenne jetzt einfach mal Kevin Durant auf jeden Fall, der auf dem gleichen Niveau ist. Allerdings ist der bei Weitem nicht so beliebt und erst recht nicht seit seinem Wechsel zu Golden State. Mhm. Aber die Frage ist, was können die Lakers erreichen? Also gibt ja so zwei, drei Szenarien. Bin da auch gespannt auf die Kommentare von unseren basketballinteressierten Zuschauern hier. Wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass die wirklich vorne mitspielen können. Mittlerweile glaube ich schon, dass das Team stark genug ist, in die Playoffs einzuziehen. Also ich sehe sie momentan als sechstbestes Team. Ich glaube, das haben wir auch in so unserer Saisonprognose drin. Aber für mehr, ob es wirklich bei diesem Team reicht, glaube ich nicht.
Und das liegt in erster Linie daran, dass das Team nicht so wirklich Spezialisten hat. Also du hast auf den großen Positionen relativ zarte Spieler, also Javal McGee, Brandon Ingram, das sind alles so eher die Bohnenstangen. Die können nicht sich gegen große, andere, schwere Center durchsetzen. Da wird sich Los Angeles wirklich schwer tun. Und auch sie haben nicht wirklich Firepower. Also Rajon Rondo, starker Spieler, Lance Stevenson, Publikumsliebling, auch schon im Spiel in San Diego gewesen. Also sobald er am Ball gewesen ist, haben sich die Leute wirklich gefreut. Auch bei der Heimpremiere hat er so seinen klassischen Wiggler auch gemacht, wenn er was Gutes gemacht hat und die Zuschauer freut. Aber er ist jetzt auch nicht so die Supergefahr von Downtown und auch Lonzo Ball. Kein guter Schütze, kein Dreierschütze. Caldwell Pope, nicht als Dreierschütze bekannt. Mhm. Der einzige ist noch Kyle Kuzma. Mhm. Sehr, sehr starker Rookie-Stil der letzten Saison aus der Rookie-Class. Wenn der den nächsten Schritt machen kann, ist das gut für die Lakers. Die brauchen das auch. Und dann haben wir noch hier auf deiner Seite, versteckt er sich hinter dir, Brandon Ingram, der die Statur hat und hat auch das Talent, auf den nächsten Level zu kommen. Mhm. Sehr, sehr starker Spieler, aber auch schmächtig. Mhm. Ist aber genau eigentlich so ein Team, wie LeBron eigentlich braucht, weil er ja immer sagt, dass er sein Team quasi auf den Schultern trägt und auch schlechte Teams quasi einfach in die von Runde zu Runde ziehen kann, weil es ja ein Einzelsport ist, dieses Basketball. Und wenn dann keiner aufmuckt und ihm halt quasi Konkurrenz macht, in dem Sinne, sondern alle zu ihm aufblicken und von ihm lernen wollen, dann ist das ja eigentlich ein ganz gutes Pflaster, um zu zeigen, dass er das wirklich auch immer so machen kann. Selbst mit einem Team, das eigentlich chancenlos sein müsste, oder? Ganz genau. Und diesmal muss er es wirklich auf seinen Schultern tragen. Bei den Jahren zuvor fand ich das immer ein bisschen übertrieben, weil er hatte wirklich All-Stars neben sich, starke Spieler. Kevin Love ist einfach einer der besten Big Men, wenn man ihm die Spielanteile gibt in der Liga. Das hat er bei den Minnesota Timberwolves bewiesen. Das wird er auch dieses Jahr durch kranke Statistiken bei den Cleveland Cavaliers zeigen. Aber bei den jetzigen Lakers ohne LeBron wären die nichts. Und Das wird spannend. Es gibt auch potenzielle Konflikte, also Konfliktpotenzial mit Rondo, der eigentlich ein Point Guard ist, der den Ball in seinen eigenen Händen viel tragen muss, viel halten muss, um effektiv zu sein. Das bedeutet, eigentlich wird James weniger den Ball in den Händen haben wie in den Jahren zuvor in Cleveland. Dann haben wir auch noch Lonzo Ball, der vor allem aufgrund seines Vaters im Mittelpunkt steht oder hoch gehandelt wird, auch viele Fans hat, also hat mich überrascht, wie viel Ball-Jerseys ich bei dem Spiel gesehen habe. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, aber der wird jetzt auch im Hintergrund sein. Ob das der Familie so gefällt, bin ich gespannt, aber du kannst eigentlich gegen den King nicht aufmucken, also da wird wenig kommen. Und ja, Brandon Ingram ist eigentlich auch mehr effektiv, wenn er den Ball in den Händen hat, mit dem Blick zum Korb, also nicht unbedingt jetzt als klassischer Big Man, den man im Post anspielen kann, der dann aufpostet, Fadeaway Jump Shots macht, das sehe ich nicht so bei ihm. McGee ist eher der Typ, den du durch Alley-Oops in Szene setzen kannst. Und was ich auch so gehört habe, die Lakers, die haben vor, eine Death Line-Up zu stellen, also super small zu gehen, mit Kyle Kuzma als Center, der eigentlich Shooting Guard ist. Also bin gespannt, wie auch Luke Walton, sehr, sehr junger Coach, der müsste sogar noch gegen LeBron in den Finals mal gespielt haben. Also die sind vom Altersunterschied nicht weit voneinander entfernt. Also da gibt es wirklich viel Hollywood-Material. Und jetzt ist die Frage, inwieweit Lakers erfolgreich sein können. Wie gesagt, bin auf viele Kommentare gespannt. Eigentlich haben sie nicht die Big Men für die Verteidigung, also mir fehlt Rim Protection und auch Rebounding. Mhm. Und die klassischen Dreierschützen. Also da müssen wirklich die ganzen jungen Leute absteppen und LeBron das Team auf seinen Schultern tragen und ein Playoff erreichen, wäre für mich ein Erfolg. Mhm. Jetzt hast du ja das Spiel gesehen. Die haben das Spiel gegen Denver verloren und LeBron hat nicht lang gespielt.
Was kann man da sagen? Ja, Preseason zählt, glaube ich, nicht als Maßstab. Das Einzige, was ich da jetzt hätte rausnehmen können, oder ja, dass die Denver Nuggets sind auf den Big-Man-Positionen echt gut besetzt. Mit Jokic sowieso, Millsap, starker Typ, auch Hernan Gomez. Können wir ihn abgeben. Große Spieler, die eigentlich relativ leicht die Rebounds gepflückt haben. Also du hattest jetzt nicht das Gefühl, dass die Lakers die einfach über, ja, keine Ahnung, überpowern könnten. Aber wie gesagt, das ist Preseason, das zählt nicht. Und ein James wird sicherlich auch sich nicht verausgaben, um da in der Preseason zu gewinnen. Also da werden die ersten Spiele deutlich spannender. Denn die müssen gut starten. Ansonsten ist es ja vielleicht fast wie Bayern München, dass irgendwann mal nach zu vielen Siegen der Baum brennt. Aber für die Lakers freut es mich an sich. Wie gesagt, die Franchise ist wieder sehr relevant und sie ist das erste Thema überhaupt in den amerikanischen Sportkanälen. Und meine persönliche Einschätzung ist ja sowieso, die Lakers haben einige gute Spieler und die werden sich irgendwann im Laufe der Saison eher früh als spät einen namhaften Superstar krallen. Es gibt 2, 3 Spieler, deren Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Vielleicht werden die auch ihren derzeitigen Franchisees klar machen, dass sie nicht bei ihnen verlängern werden. Und vielleicht gibt es ein Package für einen Anthony Davis, der auch ein MVP-Kandidat ist. Einer der vielleicht sogar der stärkste Big Man der Liga. Und wenn sie den im Austausch gegen Brandon Ingram und einen Pick oder so traden könnten und der committet sich auch bei den Lakers langfristig zu unterschreiben, dann ist auf einmal diese Franchise ganz schnell auf Meisterschafts- oder Contention, wie es so schön heißt, also ein Ring-Contender. Falls nicht, dann werden die Lakers maximal die erste Runde in den Playoffs überstehen und das war's dann. Und du hast es vorhin angesprochen, LeBron James ist in unserem Alter, das heißt, eigentlich ist das Team so ein bisschen auf Aufbau zur Meisterschaft ausgerichtet, aber James ist jetzt schon 34 und der wird jetzt auch nicht unbedingt jünger. Das bedeutet, eigentlich sind sie im Win-Now-Modus. Also die Michael Johnson wird mit Sicherheit versuchen, sein Team jetzt zu verbessern. Mhm. Wie lange mal schauen, läuft was da geht. Der Vertrag von James? Der müsste für 4 Jahre unterschrieben haben. Ja, siehste, 4 Jahre ist ja schon Planungszeitraum. Dann ist er immer noch 2 Jahre jünger oder 3 als Dirk Nowitzki und der kann super. Immer noch mithalten. 6 Jahre, oder? Weil der Dirk wird ja auch älter. Naja, ich meine im Vergleich zu Dirk jetzt. Dirk ist jetzt 40. Ja, welche Wetten schauen wir uns an? Also wir haben jetzt hier schon die V-Bet-Quoten vor uns, also die Regular Season. Wir sehen auf der rechten Seite, wie viele Siege diese Teams haben werden. Die Linien, quasi ob eine Mannschaft über oder unter der genannten Anzahl an Siegen haben wird. Und da sind wir bei den Lakers bei 48,5 von 82 Spielen. Also ein bisschen mehr als die Hälfte, kann man sagen. Hältst du das für realistisch? Du hast ja 6 bis Platz 9 ungefähr eingeschätzt. Das ist ein bisschen overrated fast, oder? Das denke ich auch. Ich meine, die Franchise hat letztes Jahr, ich glaube, 30 oder 35 Spiele gewonnen und jetzt mit James sind sie natürlich stärker, aber auch andere West-Teams sind stärker. Das bedeutet, ich glaube, dass die alle noch mehr beieinander kommen, was die Siegesanzahl angeht. Ich sehe so die Lakers zwischen 44 bis 46 Siege, weil ich glaube, am Anfang der Saison werden die einige unnötige Niederlagen erleiden müssen. Ich glaube, dass sie gegen andere Top-Teams auch einfach nicht die Mannschaft dazu haben, um mithalten zu können. Wie gesagt, haben wir gerade gesagt, Big Man und so weiter. Und es sind die Lakers, es ist der King, da werden auch alle anderen Mannschaften doppelt motiviert sein, um denen eine Niederlage reinzudrücken. Also ich glaube, dass die keine 49 Siege holen werden. Mhm. Ansonsten die Division zu gewinnen, Mission Impossible, oder? Ja. Sieht man hier, 13er Quote. Dann ja, einer schon kommentiert, alles auf die Golden State Warriors. Hier haben wir die offizielle Quote für den Division-Sieg gegen diese Mannschaften hier in Kalifornien und Umgebung.
1,01 abzüglich 5% Wettgebühr. Da bleibt wirklich nicht allzu viel übrig. Vielleicht Conference, hast du ja gesagt, Erstrunden überstehen und dann sieht es aber schon schwach aus. Ja, interessanter ist vielleicht, also Conference ist natürlich auch unsinnig, aber krass, dass da die Lakers wirklich als Team 3 gehandelt werden. Das ist eigentlich total unrealistisch aus meiner Sicht und ich sehe die Thunder besser. Spurs eigentlich auch, aber deren Point Guard hat sich, Murray hat sich gestern das Kreuzband gerissen, also das wird auch nichts mehr unbedingt. Aber Jazz sind auch stärker, Nuggets sowieso. Ich glaube, interessanter ist es dann vielleicht eher mal zu schauen, was ist die Quote darauf, ob die Lakers die Playoffs schaffen. Das siehst du noch da genau oben. Hier, Qualify to Playoffs. Da haben wir bei den Lakers eine Quote von 1,2, was ich eigentlich viel zu niedrig finde. Also ich finde diese value-haltig, diese 4,5, dass sie es nicht schaffen. Allerdings ist es einfach aufgrund dessen, dass LeBron da ist, zu wahrscheinlich, dass die Franchise noch aktiv wird und im Laufe der Saison sich so verstärken wird, dass sie locker die Playoffs schaffen werden. Also ich glaube schon, dass noch mindestens ein großer Name dieses Jahr das Trikot überstreifen wird. Ja, du hast ja Davis genannt. Könnte der unter der Saison noch kommen, oder? Ja, klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pelicans dieses Jahr die Playoffs erreichen. Mhm. Anthony Davis ist ein absoluter MVP-Kandidat, das siehst du auch. Ich glaube, von den Quoten her, wenn du mal schaust, bei Regular Season MVP, ist er der zweite Name mit der zweithöchsten Wahrscheinlichkeit. Super Spieler. Und wenn die Playoffs dieses Jahr schon wieder verpassen oder ja, da so im Mittelfeld rumkrebsen, dann wird der sagen, Kollegen, ich verlängere nicht nächstes Jahr bei euch. Und so schön New Orleans auch ist. Ja, und die New Orleans wird keinen gleichwertigen Spieler im Gegenzug bekommen. Die werden aber auch nicht sich erlauben können als No-Name-Franchise oder als Little-Franchise, also kleine Stadt, kleiner Markt, auf Gegenwert zu verzichten. Und dann werden die sich junge Spieler holen oder Picks. Und da sind die Lakers mit Ingram, Kuzma oder sogar Ball sicherlich nicht ganz uninteressant. Also da sehe ich schon Möglichkeiten. Und bei den Quoten, ich glaube auch, dass James dieses Jahr nochmal eine Hammer-Saison raushauen wird. Wie gesagt, 34 Jahre ist er. Der wird jetzt ein, zwei Jahre noch auf diesem gleichen Niveau zaubern können. Und von den Statistiken und von dem, wie er letztes Jahr schon die Franchise von Cleveland getragen hat, hätte er auch den MVP-Titel verdient. James Harden hat den eher deshalb bekommen, weil er eben auch eine überragende Saison gespielt hat. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Politik. Du kannst nicht James jedes Jahr MVP werden lassen. Ja, genauso zumindest ein James hier. James. Ja. Genau. Und genauso wie, vergleichen wir es mal mit Modric. Der ist doch auch nur Fußballer des Jahres geworden, weil die haben halt keinen Bock, jedes Jahr immer die gleichen beiden zu wählen. Macht Sinn. Gut, was halt noch ganz cool wäre, was wir schon mal durchgegangen sind im anderen Video, könnt ihr euch noch mal reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn man drauf wetten kann, wer eben, ja, oder was haben wir gemacht, während die Playoffs kommt, außer den Wenn die Playoffs Lakers, kommt, genau. In also können wir vielleicht mal nochmal kurz durchgehen. Die Hawks schaffen das natürlich nie im Leben. Mhm. Für die Nets wird's, ist eher auch unrealistisch, oder? Ja, das wird nichts. Von daher, ja gut, die Quoten geben jetzt auch nicht viel her. Interessant sind halt die Quoten, die sich bei Yes und No ein bisschen ausgleichen. Siehst du da irgendwas, was du sehen würdest? Ich glaube, dass Dallas es schafft. Ich sehe Dallas ganz klar Achter werden, auch natürlich mit ein bisschen Fanbrille, aber die 5,5-Quote ist nicht gerechtfertigt. Doncic hat jetzt schon in den Preseason-Spielen gezeigt, dass er absolut NBA-ready ist und das trotz seiner 19 Jahre, obwohl er Europäer ist, das passt schon. Die Nuggets 1,25, denn Team ist so ultra tief. Die Namen werden wahrscheinlich nicht jedem gleich immer was sagen, die da spielen, aber das Team hat einfach mega Power. Die werden da auch locker Platz 4, 5, 6 machen und dafür ist eine 1,25 relativ hoch. Aber damit
gewinnt man jetzt auch nicht unbedingt sein Leben, wenn man darauf setzen ja, würde. Ja, wir haben ja auch schon mal intern drüber gesprochen, dass so Saisonwetten schon extrem langwierig sind, wenn man jetzt nicht unbedingt Fan von Leicester ist, die dann quasi eine 2000er-Quote haben und sich das Ding überraschenderweise holen in der Premier League Fußball. Aber sowas ist in der NBA, kann man sagen, ausgeschlossen. Oder was ist jetzt zum Beispiel in der NHL, sind ja die Las Vegas Knights bis ins Finale um den Stanley Cup vormarschiert. Sind die Lakers vielleicht absolut so in der Lage, sowas zu machen? Gab es sowas in den letzten 20 Jahren im Basketball oder ist das einfach ein relativ berechenbarer Sport? Nee, also Dallas Mavericks mit ihrem Meistertitel haben als letztes gezeigt, dass es absolut möglich ist. Detroit Pistons waren auch irgendwann mal wie Phoenix aus der Asche rausgekommen. Aber über Meisterschaften braucht man nicht reden. Die wird in Golden State. Ja, sagt man, in der Bundesliga vor der Saison hätte auch keiner auf Bayern gesetzt. Schaust du an, jetzt steigen sie fast ab. Ja, das ist aber egal. Die Warriors haben ein Team, das ist einfach in jedem Fantasy-Manager-Spiel, kannst du dir das gar nicht erkaufen. Ja, in Bayern auch nicht. Ja, gut, die werden es natürlich auch trotzdem noch, aber... Ist egal, Golden State oder Boston, einer von denen wird schon, da braucht man jetzt nicht großartig drüber nachdenken. Aber wir freuen uns. Nächste Woche geht's los. Ja, mit der Dienstag, 16. Genau. Dann machen wir vorher noch ein Video, dann darfst du quasi den ersten Spieltag tippen. Das ist im Eishockey ja schon gewaltig in die Hose gegangen, also hast du überhaupt nichts zu verlieren. Im Fußball stehst du ja auch gut da zur Zeit und musst dich vorher nur ein bisschen dementsprechend im Vega-Style wieder abschießen, weil da waren deine Fußballtipps ja auch Sahne. Ich versuch's. Ja, also ich freue mich, dann sehen wir uns beim nächsten Mal zur Fußball-Bundesliga wieder. Bis dahin. Bis dann. Die besten NBA-Prognosen von XBET-Tipps. Kostenlos und dauerhaft Mitglied in unserer Facebook-Gruppe NBA-Prognosen mit der Anmeldung bei VBET.